Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke dafür. Die U96, wir haben ja gestern ein bisschen Livestream gemacht, im Montagsstream, und haben versucht, das so ein bisschen aufzudröseln. Da ist ja bei vielen bei euch Probleme gibt, was die Spaltmaße angeht. Gerade beim letzten Außenhautteil, was wir in Bauphase 81 verbauen. Wir haben ja gestern, muss ich nochmal schauen, von 86 bis 81 verbaut. Die 82 und 83 bin ich euch noch schuldig. In der 82 wird ein weiteres Schott gebastelt. Ja, da Einzelteile aufgeklebt, eine Tür eingehängt, die man auf- und zumachen kann. Viele haben schon geschrieben, man hätte sich gewünscht, dass alle Türen aufgehen. Teilweise habe ich das ja selber auch so realisiert. Teilweise geht es nicht, aber es ist so, wie es ist. In der 83 gibt es dann nochmal eine Kabinendecke, sage ich jetzt mal dazu, mit ein paar Einzelteilen. Und so haben wir dann die Bauphasen 82 und 83 auch abgearbeitet. Die 81, das Heft 81 holen wir nochmal speziell vor, weil wir das dann nochmal gebrauchen können, um zu zeigen, wie das Ganze in der Anleitung aussieht. Noch einmal holen wir uns nochmal das Modell hier rüber, und es geht hier um diesen Spalt. Bei mir, wir haben das gestern festgestellt, so jetzt ist die Sektion doch noch runtergefallen, was mir gestern passiert. Die haben wir nämlich auch zusammengebaut gestern, aber boah, alles gut gegangen, alles okay. Wo packe ich die hin? Hier hinten. So. Es geht nämlich um diesen Spalt. Das Ganze habe ich auch an Aschett weitergeleitet, an meine liebe Kontaktperson Alima. Die kennt ihr zum Beispiel aus der Vorstellung mit mir zusammen aus dem Internationalen Maritimen Museum für die Graf Zeppelin oder auch bei einem der vielen schönen Modellbaustammtische, wo sie einmal auch dabei war und quasi Rede und Antwort gestanden hat. Und ja, wie gesagt, ich habe sie angeschrieben. Jetzt geht es nochmal um die Videokommentare. Unter anderem ist unter dem Stream auch ein Kommentar von Michi. Schöne Grüße an Michi. Der hatte seinerzeit schon mal Aschett angeschrieben. Seinerzeit, also in der Zeit, wo ich im Urlaub war. Ne? Und hat auch eine Antwort bekommen. Die möchte ich euch nochmal vorlesen. Vielen Dank für Ihr Schreiben und Ihre Fotos zur U96. Nach Rücksprache mit dem Hersteller kann ich Ihnen mitteilen, dass der gezeigte Spalt bei den Testmodellen des Herstellers nicht aufgetreten ist. Oh, okay. Demnach kann es sich bei dem Spalt lediglich um Fertigungstoleranzen handeln, die sich in Richtung Modellmitte summiert haben. Der Hersteller empfiehlt, alle umliegenden Rumpfsektionen zu demontieren und die Teile unter Spannung noch einmal zu verschrauben. Das heißt, für mich, wir holen das Modell nochmal wieder hier rüber. Das heißt jetzt für mich, ich soll jetzt alle Außenhautteile nochmal lösen und unter Spannung verschrauben. Wie unter Spannung verschrauben? Ich drücke das noch weiter zusammen, dann geht der Spalt hier noch größer. Oder ich mache überall ein bisschen mehr Spalt, damit der Spalt da kleiner wird. Also bei mir ist er ja nur 1,25 mm, sage ich jetzt mal so. Bei vielen von euch, die haben vielleicht hier im vorderen Bereich genauer gearbeitet wie ich und haben zwei, teilweise 3 mm. Ja, damit kann ich jetzt gerade nicht so richtig was anfangen. Komisch, ne? Das finde ich jetzt ein bisschen... zumal wir ja gestern festgestellt haben, dass... Oder, ja, was heißt festgestellt haben? Das ist ja auch so, dass
alle Löcher ja in irgendeiner Form vorgegeben sind. Und ich drehe eine Schraube rein und dann ist sie fest. Dass es bei den Testmodellen nicht aufgetreten ist, ja, wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. Was ist ein Testmodell? Die hier als Frage. Und was haben wir denn? Also das ist, wir können jetzt natürlich nicht ausgehen von dem Prototypen, den ich damals mit Matthias vorgestellt habe, wo wir in Hamburg waren zusammen und dann haben wir quasi den Prototypen vorgestellt. Da wissen wir alle, dass der Prototyp ja kein fertiges Modell in dem Sinne ist. Ja, das hatte ich damals ja auch so gesagt. Darum geht es ja auch nicht unbedingt. Oder nicht, darum geht es ja nicht. Das heißt, dass ja während der Produktion, wenn man dann sieht, hier sind ein paar Ungenauigkeiten, dann muss ich natürlich die Produktion dementsprechend anpassen. Die Sache ist jetzt die, wie verfahren wir weiter? Ich habe jetzt einen Vorschlag gemacht gestern im Stream und habe gesagt, wir harren der Dinge und wir warten noch ein bisschen ab, wie das Ganze sich entwickelt. Wenn wir die, wir haben ja gestern gemessen, die Länge von dem Bauteil. Und wenn ich davon ausgehe, dass ihr genauso gemessen habt, also genauso genau gemessen habt wie ich, haben wir schon Differenzen festgestellt. Da hat jemand zwar einen Millimeter länger sein Bauteil, hat aber einen größeren Spalt. Jemand hat ein kürzeres Bauteil als ich und hat auch einen größeren Spalt. Das würde ja dann wieder so rumpassen zu meinem Spalt. Gut, also mein Vorschlag ist gewesen, dass wir sagen, also so würde ich das sagen, so habe ich das auch an Alima weitergegeben, habe ich ihr so auch geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass man vielleicht erstmal abwartet, um zu gucken, wie ist das gegenüberliegende Teil. Das wird ja dann hier mit Magnet festgemacht und wird dann geguckt, wie ist dort der Spalt nachher, wie ist da das Aussehen und wie lang ist das Bauteil. Wenn das nämlich länger ist, dann passt die Backbordseite natürlich nicht. Dann muss man da theoretisch nachbessern. Jetzt kommen wir aber mal zur Anleitung. Das ist mir nämlich gestern auch aufgefallen. Das hat keiner bei Facebook so geschrieben. In der Facebook-Gruppe bei der U96 Metall in 1:48 gab es, also erst wurde gesagt, ganz viele haben sich darüber aufgeregt. Ich habe dann einen Beitrag gelesen, wo es um dieses Thema ging. 25 Kommentare darunter, das hatte ich auch gestern im Stream so gesagt. 10 Kommentare davon, die kannst du eigentlich in eine Tonne hauen, weil ich habe sowieso aufgehört mit dem Modell und so, das war kontraproduktiv. Das gehört, also das hat nicht zur Besserung oder zur Problemlösung oder überhaupt das, zur Erkennung des Problems beigetragen, solche Kommentare. Also ich weiß nicht, ob manche sehr einfach nur mitteilungsbedürftig sind oder so wie ich, ne? Ich bin ja auch mitteilungsbedürftig, sonst würde ich keine Videos machen, die einfach nur mitteilungsbedürftig sind und nicht wissen, mit wem sie sich unterhalten sollen. Also das, also manche Kommentare sind, wie gesagt, kontraproduktiv und helfen nicht, helfen einfach nicht. So, natürlich hat jeder eine freie Meinungsäußerung, aber ja, am Thema verfehlt, 5 Sätzen, ne? Oder wie war das in der Schule? Gut, das dazu. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal auf die Bauanleitung eingehen. Und wir haben Bild 10 auf Seite 5. Ja, bei Bild 9 wird gezeigt, jetzt bauen wir das Außenhautteil ein. Und bei Bild 10 können wir das dann hier sehen, wie es eingebaut wird gerade. Und die Schrauben angeschraubt wird und wir sehen einen Spalt. Den können wir sehen, ne? Und der ist hier definitiv größer als 1 mm. Ne? So. Ist das das Testmodell, was da dann in der... Ich hinterfrage das ja nur. Ich sag mal so,
ich bin ja nicht unbedingt dafür da, um hier ein Modell zu verkaufen und alles schön zu reden. Auch weil, nur weil ich das, was heißt nur, ich arbeite sehr gerne mit Aschett zusammen. Ich kriege dieses Modell gestellt, um euch das hier zu zeigen. Na? Und weil man das gut findet, wie ich das zeige. So, fühle ich mich geehrt und ja, was Besseres kann einem ja gar nicht passieren. Aber hier, das sind ja so Sachen, die einem auffallen. So, jetzt haben wir dann das letzte Bild. Ne, unter Bild 20 auf Seite 7 kommt dann das Bauergebnis. Und ich zeige mal mit dem Finger drauf. Hier kann man das sehen. Hier ist genau ein Spalt. Das heißt, das fertige Bauergebnis zeigt einen Spalt. Und ich sage mal so, demjenigen, der dieses Modell hier zusammenbaut und die Fotos macht, oder da sind ja mehrere zusammen, dem fällt das doch auf. Das fällt uns doch auch auf. Und da ist, ja, weiß ich nicht. Was soll ich damit jetzt anfangen? Da ist ein Spalt. Dann haben wir die Aussage von, beste Grüße, da habe ich gar nicht gesagt, Christian Dvorak. Christian Dvorak haben wir kennengelernt über Model Maker, ne, die bei Facebook sind. Die kennen auch alle Model Maker. Da steckt Aschett dahinter. Und da wurde Christian Dvorak vorgestellt als der Modellbauer oder der Entwickler auch der Modelle, zum Beispiel der Graf Zeppelin. So, das ist natürlich herausragende Arbeit, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da steckt auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und ja, aber Herr Dvorak, ich spreche Sie jetzt hier gerne mal direkt an. Ich hoffe, man schaut sich das Video an bei Aschett. Ich spreche Sie mal direkt darauf an. Wir haben hier einen Spalt im fertigen Bauergebnis zu sehen. Und das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Jetzt kam gestern natürlich die Diskussion auf, zumal das Modell ja auch so teuer ist. Ich mag immer diese Diskussion nicht. Natürlich kostet Modellbau Geld. Aber wie gesagt, auch im Stream hatte ich das gestern gesagt, ich mag diese Diskussion gar nicht, weil es geht gar nicht um das Geld. Wer sich dieses Modell leistet oder kauft und baut, der weiß ja von vornherein, was ihn erwartet. Wir sind ja nicht mit einem Klammerbeutel gepudert worden, wo wir denken, das kostet ja nur 1,99 jedes Mal. Was heißt nur? Genau, das ist eben die Diskussion. Für einen sind 13, 14, 15 Euro viel Geld, für den nächsten ist das wenig Geld. Ich habe gestern auch die Frage gestellt, wenn eine Ausgabe 3,99 kosten würde, wäre dann die Qualität egal? Nein, das Geld spielt keine Rolle. Die Qualität sollte passen. Na, also ich sehe das jetzt nicht als großen Qualitätsmakel. Weil ich glaube, dass sich das noch ein bisschen hinschüttelt. Wenn ich jetzt hier vorne so sehe, meine klappbaren Außenhautteile, ja, das ist auch alles nicht tausendprozentig. Und wir wissen auch, bei der Bismarck war das auch so, du hast nun mal, wenn du Teile zusammenschraubst, hast du immer irgendwo einen Spalt. Das ist nicht geschweißt oder irgendwie sowas. Bei der Titanic haben wir auch drüber geredet, ist die Qualität um einiges höher. Aber es ist ja auch ein anderes Modell. Du hast viele, viele, du hast im Grunde genommen hauptsächlich gerade Seiten. Das hast du hier nicht. Und das hattest du bei der Bismarck auch nicht. Das ist alles ein bisschen differenzierter zu sehen, ist meine Meinung. Also, dass wir mit ein paar kleinen Ungenauigkeiten leben können, ist klar, aber dass eben so ein Spalt da auftritt, ist natürlich nicht so schön. Für den Hersteller jetzt ist es natürlich auch ein Problem, weil bei mir sind es 1,25 mm, ein anderer hatte das gestern im Stream auch gesagt, und ganz viele haben 2 mm oder teilweise bis 3 mm.
was soll der Hersteller jetzt damit anfangen? Was soll er jetzt daraus für Erkenntnisse ziehen? Das ist unterschiedlich. Fakt ist, es ist ein Spalt. Und auch beim Testmodell. Hier beim, also ich behaupte jetzt einfach mal, das ist das Testmodell, wovon Herr Christian Dvorak geredet hat. Das ist ein Testmodell und hier ist ein Spalt beim fertigen Bauergebnis. Und das ist ein Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Ist es so oder ist es nicht so? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja, wie gesagt, bis Bauphase 83 gebaut. Ich habe noch nicht mal eine Vorschau auf Bauphase 84 gesagt. Wir kriegen zwei Hochdruck-, Pressluftleitung, Stromleitung und so weiter und so fort. Also es geht quasi im Innenraum bei der nächsten Sektion weiter. Und gestern kam schon, es gibt ja die Vorschau als PDF teilweise ja immer schon ein bisschen früher. Manche wissen, dass es eine versteckte Vorschau gibt. Da gibt es einen kleinen Trick, weil die manchmal schon ein bisschen früher hochgeladen werden. Und man weiß, dass bis Bauphase 87, also sprich nächste Lieferung, gibt es kein weiteres Außenhautteil. Also machen wir hier noch nicht weiter. Also es wird dann bei der nächsten Lieferung sich noch nicht auflösen. Ich hoffe, dass ich eine adäquate Antwort bekomme. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was das angeht. Und achso, ein Kommentar wollte ich noch vorlesen, der gefällt mir von der Sache her nicht so. Weiß ich nicht, was das bedeuten soll oder warum man so redet von Disruptor. Hallo Mario, als Megafon-Stellvertreter. Warum bin ich jetzt das Megafon? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich helfe gerne, wo ich kann. Aber ich bin hier nicht der Sprecher für uns alle oder irgendwie sowas. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was das soll. Jeder kann selber in vernünftiger Art und Weise Aschett anschreiben. Jeder von euch. Na? Und ich kümmere mich da gerne drum. Aber auch er hat das, den Stream höchstwahrscheinlich auch nicht komplett gesehen, weil ne, er dann nur schreibt, ich sollte Aschett anschreiben. Sollen tue ich das ja schon mal gar nicht, aber ich habe es gemacht. Und das kann auch nicht sein, dass es bei jedem von uns auftritt. Also im Grunde genommen hat er den Stream gar nicht richtig gesehen, weil, das habe ich ja gerade eben erwähnt, es tritt zwar auf bei jedem, aber unterschiedlich. Und wie ich da gesagt habe, was soll der Hersteller jetzt damit anfangen? Aber Bilder lügen nicht. Wir haben hier die Bauphase 81. Da ist das komplett so zu sehen. Wir haben hier vorne drauf haben wir die Steuerbordseite. Und wenn wir da auch gucken, hier, wenn wir so sehen, ne, dass ich glaube, das war der Prototyp. Ne, den habe ich immer angefasst. Der Prototyp. Und wir sehen schon, also alle, die ihr die Hefte habt und wenn ihr vorne raufschaut, ihr seht schon, dass da ein paar klitzekleine Unregelmäßigkeiten sind. Damit können wir aber leben. Aber mit so einem großen Spalt, da sollten wir nicht mit leben müssen. Und in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiter neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.